Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Wir haben es ja in diese Fabrik da reingeschafft und Ende 5 ist jetzt komplett im Eimer. Und wir brauchen immer noch Ersatzteile. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt auch erstmal weiter. Muss ich eigentlich lang? Da nach oben? Dankeschön. Und jetzt können wir endlich selber schneiden. Sehr gut. Oh, Goodies. Ja, damit. Ist ein bisschen mehr, dass man da schon die Punkte sieht, wo sie schneidet. Naja, Details. Kannst du das für mich öffnen, Nix? Ach, komm jetzt. Ich hasse es. Das dritte halt jedes Mal, ne? Okay, immer mit der Ruhe. Ach, Gott sei Dank. Blasterschaden. Ja, also die Tür war dann jetzt hier mal offen. So, aber das heißt, das hat jetzt nicht den. Ach so, Moment mal. Wie wir es geübt haben. Hey, ich beende die Stasis von ND5. Woher wissen wir, dass er uns nicht erschießt, wenn du ihn anschaltest? Ja, gute Frage. Ich kann ihn auf keinen Fall schleppen. Und du? Na gut, weg hinauf. Kay, was ist passiert? Wie lange war ich deaktiviert? Mach dir keine Sorgen. Bleib einfach bei Gedeck, okay? Ja, doch, ich glaube, wir werden vielleicht einen kleinen Feig mit ihm haben. Die cool. Fabrik. Basteln könnte. Ja, ja, ich verstehe, warum Temmin die Klappe gehalten hat. Ich wurde an so einem Ort konstruiert. Genau deshalb sind wir hier. Wartet hier. Ich kümmere mich um die Tür. Wie es aussieht hier nach unten. Das hat jetzt irgendwie nicht so den Effekt, den ich dachte. Das so rüberspringen? Oh. Einer der wenigen Momente, wo es mal funktioniert hat. Oh, sehr gut. Mach mal auf, bitte. Nix. Halt das mal für mich, ja? All den Jahren funktioniert die Klima noch. Runter oder rauf? Rauf. Okay, keine Goodies auf der anderen Seite. Okay. Ach nee.
Okay, ging wenigstens schneller. So, Collision. Machen wir die Tür auf. Abzuöffnen, sehr gut. Klasse, Kay. Das Tor öffnet sich. Wir sehen uns drin. Woher kommt der ganze Strom für das hier? Oh, ernsthaft? Ja. Hey, Gedick! Ich komme hier nicht raus. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Warte kurz. Und jetzt passiert gerade irgendwas. Oder? Ah, ne, doch nicht. Gut, gehen wir. Ihr werdet doch... Also ich vermute mal, wir werden irgendetwas machen, wo die Dinger hier aktiv werden. Und beim Rausgehen gibt's Stress. Ey, was soll das denn? Rumstressen. Siehst du das, Kay? Droiden. Hunderte Droiden sind hier unten. Ziemlich gruselig, aber es gibt nur einen Droiden, um den ich mir gerade Sorgen mache. Okay, ja, Konzentration. Ist das ein Kommandomodell? Gedick! Okay, sehr gut. Hm, da hat's Goodies. Mitnehmen. Sorry. Dankeschön. Es ist schon eine dicke Anlage. Und keiner bemerkt es da oben? Sus. Turbolift hat keinen Saft. Ach, funktioniert hier drin überhaupt irgendwas? Ja, leider sehr viel. Kay, es ist Zeit, Jaylen zu kontaktieren. Meine internen Systeme fahren herunter. Gedick, kannst du was machen? Er braucht eine stabile Energiequelle. Such dir eine Konsole und schalte den Lift an. Okay, okay, schon dabei. Ich muss gerade an die eine Szene im Film denken, wo sie danach auf diesem Förderband sind. So, let's see. War irgendwie hoch. Okay, ich brauche Strom für diese Konsole. Ein Generator läuft, ich muss nur noch einen Weg durch diesen Montageraum finden und die anderen beiden starten. Nein! Nochmal alles vom Anfang. Okay, auf ein neues. Geht doch. So, da kann ich schon mal nichts machen. I guess hier weiter. Sehr gut. Goodies. Was genau muss ich hier jetzt machen? Darüber springen? Naja. Haben die Waffen? Nee. Es wäre irgendwie witzig, wenn das Förderband angeht und da vorne fliegen sie alle runter. Okay. Das war jetzt alles nur irgendwie extra. Meter. Irgendwas da hinten.
Ich muss darüber. Wie komme ich darüber? Ah. I see. Okay. Also Material kriege ich ja hier ohne Ende. Nice. Und her mit der Power. Ein Generator. Wo ist der andere? Okay. Ich behaupte mal, es geht höchstwahrscheinlich hier weiter. Na komm, geh aus. Oh, das ist vermutlich ein Fehler. Ich warte nochmal. Ja, vermutlich wäre es ausgegangen. Sehr gut. Na gut, mein Fehler. Hätte vielleicht springen sollen. Aber jetzt weiß ich's. Bitte hinter den Ventilatoren. Noch ein Generator. Natürlich nicht. Dann probiere jetzt diesmal komplett durchzugehen. Schauen, ob das sich ausgeht von der Zeit. So. Komm. Ja, geht. Also hier jetzt jumpen. Sehr gut. Das hätten wir. Okay, ich dachte, da wäre irgendwie ein Vieh drin. So, wir müssen jetzt bei den Dingen hier irgendwie raufkommen. Er sagt hier noch unten. Ah, auch so. Moin. Ah, gut ist. Dankeschön. So, das ist aber nicht die way to go. Muss man da nochmal eins nach oben? Yes. So, und jetzt auf die Dinger da. Oh. Das heißt, kurz davor runterspringen. Na, ja, Burst 2 vielleicht diesmal? Schade. 11, 17, 16. Okay. 16, 17.
verfolgt. Ich kann uns beschützen. Oder mich mit deiner Funktion über den Haufen schießen. Nein. Bleibt ihr in Bewegung. Ich sehe mir das an. Na toll. Wer ist uns hier gefolgt? Schnell, da gehe ich mal nicht runter. Ah, zerleg mich von Strecke. Ah ja, ich dachte schon, was Schlimmeres. Oh, das ist nicht gut. Zerik Bash muss uns gefolgt sein. Och, Mann! Also, wir springen nicht danach links drüber. Also, heute... Muss ich nicht darüber? Heftig mit NL5 nach oben. Ah. Ja, da konnte ich nicht durch. Wo soll ich denn hin? Goodies. Aber hier komme ich halt auch nicht weiter. Na gut, dann geht's wieder nach oben. Ach, da. Ja, aber ich muss darüber. Geht doch. Okay, wir haben in einem Gang Schutz gesucht. Gut. Ja, ich komme gleich. Mal Probleme. Zerik Bash hat uns gefunden. Um die kümmere ich mich zuerst, dann komme ich zu euch, ja? Seltsam. Hier scheint sich was zu bewegen. Ich frage mich halt, wer uns da verraten hat. Ach, sie sind weg. Ja, geht's auch nicht weiter. Nach oben. Oh, das sind sie ja. Tschüss. Gute Nacht. Moment. Ja, komm her. Komm. Ich sehe mal besser nach. Moment mal. Was geht da vor? Das sollten wir uns mal ansehen. Tob dich aus, Nix. Mutter der Monde! Sei vorsichtig! Oh, scheiße, das sind ein paar. Nein! Oh. Nicht nachlassen! Feuere Sprengsätze ab! Die lassen nicht locker! Sehr gut. Na komm. Bist du tot? Sehr gut. Dann wäre das jetzt erledigt. Ah, nichts Interessantes hier. Da ist doch bestimmt noch mehr von euch, oder? Ja. Yeah.
Alla. Hol das Pack da, Kumpel. Sehr gut. Sehr, gib mal her. Ja, wobei, ich komme mich einmal heilen. Und dann wären wir voll. Okay. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Und das hier ist eine Geheimbasis. Komm mir bloß nicht in die Quere. Ich wollte dich um Hilfe bitten, aber vielleicht brauchst du jetzt meine. Nein, ich schätze, ein Todesmal ist mehr als genug. Lasst sie gehen. Okay. Das ist vielleicht die letzte BX-Fabrik im Outer Rim. EB-Eindringling entdeckt. Was braucht ihr? Die Hutten haben eins unserer Teams. Sie verkaufen es ans Imperium. Hilf du meinen Freunden und ich helf deinen. Wenn du mir krumm kommst, verkaufe ich dich ans Imperium. Gut. Und das kriegt sie nicht selber hin. Mann. Ist doch unlogisch, dass jetzt die auch noch da hier unten waren. Naja. Du kannst die Reparaturanlage benutzen und wir suchen das Teil. Ich muss ihn so schnell es geht an die Fabrikenergie anschließen. Hoffentlich funktioniert die noch. Denk dran, wir brauchen einen Mischregulator aus einem, das ist wichtig, BX-Energiekern. Komm schon, Großer. Wann verschwinden wir? Mein Trupp prüft unsere Informationen über den Aufenthaltsort der Hutten. Wir haben Vorräte. Bist du versorgt? Prüf mal deinen Blechkameraden. Schau, ob der was braucht. Er heißt ND5. Okay, Entschuldigung. Gib einen alten Versorgungsturbolift, den wir als Ausgang nutzen. Wenn du bereit bist, geh zur Oberfläche. Ja, Moment mal, ich will mich erstmal hier umsehen. Okay. Imperium. Wenn das Imperium unsere Freunde in die Hände bekommt, was, wenn das nicht klappt? Es sieht schon irgendwie geil aus hier. Und wir sind dann auch abvertrauen. Ah, okay. Da rein. Hey, Wes. Mein erster Eindruck von dir war falsch. Daniel, hättest du mir auf Kanto gesagt, dass du einem Freund helfen willst, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber ich will nicht darüber reden. Hat mir Spaß gemacht, zuzuschauen. Daniel ist dafür verantwortlich, dass ich ein Todesmal habe. Wie geht's ND? Ich habe ihn an die Energieversorgung der Fabrik angeschlossen. Aber ich weiß nicht, wie lange er damit funktioniert. Tu, was du kannst. Ich komme zurück, sobald ich diesen Rebellen geholfen habe. Also ist es hier, deren geheime Basis hier. Alles klar. Zumindest sieht es so aus. Da sind sie jetzt nicht auf die Idee gekommen, vielleicht selber ein paar Droiden zu benutzen. Ich habe erstklassige Waren, falls du interessiert bist. Ja, gerade eigentlich nicht. Ich will mich gerade mal hier umsehen. Sind auch dezent ein bisschen älter. Aber haben ein bisschen Feuerkraft. Und da hinten noch einer. Ja, I guess. Da kommt hier noch einigermaßen gut raus. Na gut, haben wir das mal gesehen. Gehen wir mal auf die andere Seite weiter. Andererseits. Weißt du was? Komm mal rüber. Ich tu mal die ganzen Wertsachen hier verkaufen. Ansonsten zum Kaufen für Fähigkeit benötigt blinder Schuhwerk 15. Blaster Umweltsystem. Können wir wieder eins kaufen? Granate, Bacta-Fiola, das kriegen wir eh die ganze Zeit. Mach's gut, Menschenfrau. Mach's gut, du etwas.
Das ist der nächste kleine. Irgendwelche Goodies hier? Nö. Dankeschön. Aufzug. Hallo? Sehr gut. Und tschüss. Ach, geil. Mitten in eine Rebellenbasis rennen. Und ich dachte, wir haben irgendwie Spaß mit Druiden. Schade, schade, schade. Okay, Asara. Ich bin oben. Wo bist du? Auf dem Weg zum Hottengebiet. Wir treffen uns dort. Ganz genau. Okay. Wo wären das? So, das wäre Pike. Und da... Mit ins... Da sind wir noch dürftig. Warte mal, wo sind wir hier allgemein? Das da hinten ist die eine Basis. Da unten ist das... Okay, kurz noch das City. Leiter? Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Jo. Ich und Leiter fahren. Okay, ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du das alles für einen Droiden auf dich nimmst. Tja, und ich bin gar nicht überrascht, dass die Hutten euch übers Ohr gehauen haben. Mein Trupp wurde gefangen genommen, als sie Waffen gegen die Tributkonvois kaufen wollten. Ha, lass mich raten. Die Hutten haben gemerkt, dass gefangene Rebellen mehr bringen als gewöhnliche Kunden. Ich hätte es wissen müssen. Kallis hätte den Fehler nicht gemacht. Sie war meine Schwester. Und sie starb in der Schlacht von Scarif. Tut mir leid. Nie davon gehört. Dafür hat das Imperium gesorgt. Kallis war eine Heldin. Und als sie mich brauchte, war ich nicht da. Deshalb bin ich jetzt in der Rebellion. Hey, Asara. Was ist los, Kay? Eins frage ich mich, seitdem deine Crew mich zum Sterben zurückgelassen hat. Ja, tut mir leid. Wie bist du in einem von Sliros Tresoren gelandet? Tja, Sliro ist ein Mann mit vielen Ressourcen und ich dachte, ich könnte einige einem guten Zweck zuführen. Ja klar, aber warum du? Du bist nicht gerade gut in sowas. Schon. Aber ich kenne Leute, die es sind. Wie dich. Und die Rebellion braucht alle, die sie kriegen kann, wenn wir das Imperium schlagen wollen. Okay, Asara. Ich bin im Tunnel zum Huttengebiet. Dann bist du in der Nähe. Ich kundschafte unser Ziel aus. Ja, du, ich kann mit ihnen eigentlich recht gut. Ich glaube, ich kann einfach reinlatschen. Nur das Rauslatschen wird da vermutlich nicht ganz so einfach. Ja, sag ich ja. Momentan sind wir da ganz gut zu Weg. Bist du da oben? Wo bist du? Hier drin? Ja, einmal da hoch. Du hast es geschafft. Gut. Wir sind nicht zu spät. Ah, Mann, das. Warum muss ich da Quests haben, die meinen guten Ruf wieder kaputt machen? Oh, also, sag an. Die Truppe ist da unten, auf dem Weg zu den Käfigen. Die Hutten haben sie noch nicht verkauft. Sie verhandeln wohl noch immer mit dem Imperium um den Preis. Das sind meine Freunde, Kay. Und ND ist meiner. Versteck dich, während ich das durchziehe. Gefangene sind leichter zu befreien als Geiseln. Jawohl. Ich suche einen Fluchtweg für uns. Schon ein bisschen schwach, ne? Von der Rebellion. Das jetzt so uns vorschicken. Beziehungsweise, ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Für euch einfach nur ein Schnitt. Ah, oh, da bin ich wieder. So, machen wir weiter.
Also ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Man sagt zwar zugangsbeschränkter Bereich, aber ich bin doch eigentlich Dankeschön. Einfach drauf ankommen lassen. Also was? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Hinter dir! Sligo Toki! Gut, wir sind hier nicht gern gesehen. Schade. So, Roboterkollege, bitte einmal auf die andere Seite. Dankeschön. Jetzt mal überlegen, er macht auch seine Tour, er da hinten. Ich würde da gerne da links rauf, irgendwie. Kommt er gerade wieder? Ja. Okay, er geht. Es könnte eng werden. Gut. Keiner hier oben. Ach, die Hutten. Das ist irgendwo da hinten. Geht da jetzt schön einen Umweg. Nix, das Terminal. Na schön. So, das war schon mal aus. Okay, da haben wir zwei Kollegen. Ich würde aber gern oben langlaufen. Big Boy. Ob ich jetzt an ihm vorbeischleichen könnte? Gut. So, und jetzt gehst du mal schlafen. Was war das denn jetzt? Aber okay.
Ja gut. Hier unter uns. Und da haben wir einen Kollegen. Kann ich an der Stelle speichern? Nein, natürlich nicht. Ich würde gerne darauf warten, dass er nochmal hier zurückgeht. So, dreh dich bitte nochmal um. Komm, umdrehen. Das wollte ich jetzt nicht, dass du da hingehst. Ist hier gleich Party angesagt, wenn ich aufmache? Oh, Käfig öffnen. Ich glaube, hier ist gleich Party. Okay. Käfige sind offen. Gerade rechtzeitig. Das Imperium ist hier. Ach, das ist nicht das Imperium. Das ist Zerik Vash. Keine Ahnung, okay, aber hol meine Leute da raus. Na toll. Das wird hart, Nix. Und jetzt wissen alle Bescheid. Okay. Machst du es? Komm, mach weiter. Dankeschön. Ah, da geht's bald weiter. Also, halt das weiter für uns. Das sieht nach Showdown aus hier. Kannst du nicht vorlaufen? Ihr besiegt uns Klasse. Schätze, seitdem. Danke fürs Dialogende. Du hast heute viele Leben gerettet. 3. Und du könntest noch viel mehr retten. Weißt du, was ich über euch Rebellen gelernt habe? Was denn? Ich habe ein Todesmahl, einen halbtoten Druiden und eine Crew ohne Schwergewicht. Und ihr redet nur darüber, wie ich euch helfen könnte. Ihr seid auch nur ein Syndikat. Ihr nehmt euch einfach, was ihr braucht. Wir haben den BX-Regulator. Sieht aber nicht gut aus. Wir sind unterwegs. Geht es Andy 5 gut? Beeilen wir uns. Es haben eine ganze Fabrik und wir haben keinen so einen Regulator.
Jetzt bin ich mal gespannt auf die schlechte News. Hast du ruhige Hände? Perfekt. Der hier. Verbinde ihn mit der Kupplung. Schnell. Aber nicht zu schnell. Okay. Du hältst den falsch rum. Ende? Ein Wunder, dass er so lange durchgehalten hat. Gedick! Lass los! Kay? Kay? Willst du drüber reden? Der Casino-Job ging schief. Was soll ich groß dazu sagen? Es heißt, Gedick wollte einen Droiden kapern, aber der geriet in Panik und löste Alarm aus. Du weißt davon? Ich habe noch ein paar Kontakte beim CBPD. Gedick hat's versaut. Glaubst du, ich wollte, dass er erwischt wird? Du hast ihn zurückgelassen, Kay. Jetzt bleibt ihm entweder Gefängnis oder Imperium. Moment. Gedick kannte das Risiko, ja? Ich arbeite lieber allein. Schon immer. Das klingt nach Rico. Nicht nach dir. Genug geredet. Ah, so war die Story also. Dir geht's gut. Hab ich dich verletzt? Na, wenn schon, du warst kaputt. Nein, so bin ich. Ohne Jalen Sandbolzen bin ich nur ein Kampfdroide. Infiltrieren und eliminieren. Und mehr nicht. Das warst du? Ich war dagegen. Geheimnisse, Kontakte, Kredit. Bei mir läuft alles zusammen. Hey, Kay. Wir brauchen zwei Hacker, oder? Tja. Und sie ist die Beste. Nicht sie. Ein Schiff, eine Crew, ein großer Auftrag. Ich wusste, dass sowas in dir steckt. Ich helfe dir nur dabei, erfolgreich zu sein. Gut, natürlich. Kay. Schon klar. Aber die Beute geht vor. Wir brauchen sie. Du brauchst sie. Und ein Todesmahl verschwindet nicht einfach. Schön, dass du wieder da bist. Tja. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Was willst du hier? Jill meinte, ihr braucht Feuerkraft. Und Rebellionen sind teuer. Das wird immer besser mit unserer Crew. Alter, was für ein Haufen. Ah, offizielles Crew-Mitglied. Und wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich will, dass das Schiff hier sauber ist. Mein Gott. Ich hab gerade einen Anfall, ey. Gut. Glaube ich, mehr werden es nicht, ne? 1, 2, 3. Kein Kommentar. Sag mal. Oh, hallo. Hallo. Servus. Gut, das weiß ich, aber... Sehr schräg, sehr schräg. Hot. Was willst du, Kay? Ich will sie nicht auf meinem Schiff. Nein. Ich meine nach dem Job, wenn du reicher bist als der Großteil der Galaxis. Was dann? Was? Wen kümmert's? Du weißt es nicht. Ich will meinen Anteil und dass Rico geht. Du willst frei sein, Kay. Und dafür musst du die Geister der Vergangenheit abschütteln und endlich erkennen, was direkt vor deiner Nase liegt. Sie ließ mich mit einem Blaster und einem Casino-Chip zurück, Jalen. Ich war 12. Okay. Jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Ich wurde reich geboren. Geheimnis? Hättest du mich nicht angeheuert, wärst du mein Ziel.
Meine Familie hat Schiffe auf Corellia gebaut. Wir waren reich, mächtig und wir haben uns gehasst. Das Imperium hat diese Schwäche gewittert und uns ausgespielt. Hass wurde zu Mord. Und jetzt bin ich hier. Der letzte Überlebende. Und das verdanke ich nur ND5. Wenigstens hast du überlebt. Der Hass meiner Familie hat unsere Zukunft zerstört. Deine Mutter ist eine der besten Hackerinnen, die ich kenne. Und sie wünscht sich mehr als wir alle, dass du es schaffst. Mehr als ich. Es ist dein Team. Und jetzt? Du kennst Sliros Anwesen am besten. Es überrascht dich sicher nicht, dass wir seinen Codeschlüssel brauchen, den er immer bei sich trägt. Angeblich vermittelt er gerade zwischen Serek Besh und dem Nachrichtendienst des Imperiums, dem ISB. Du infiltrierst das Treffen, klaust den Schlüssel und triffst uns dann auf Kanto. Und dann ziehen wir das größte Ding durch, das die Galaxis je gesehen hat. Okay, Rico hat ein Lambda-Shuttle besorgt. Ich schicke dir die Koordinaten. Und sei vorsichtig. Ja, weil das Infiltrieren ja so sauber laufen wird. Naja, okay. Liebe Leute, ich würde sagen... Bis bald, Kay. Wir machen das in der nächsten Episode. Einige Sachen hier angekommen, Kay. Na, wer sagt's denn? Gut, das schaue ich mir jetzt noch an. Ein maßgeschneiderter, exquisiter Gürtel für eine waghalsige Gesetzlose erhöht sie halt eine Menge an Adrenalin durch besiegte Gegner. Das werde ich nochmal ausrüsten. Okay, ne, war eine nette Mission. Schade, dass wir da jetzt gegen die Hutten sind, aber ich glaube, das hat jetzt am Ruf nicht sehr viel gemacht. Mal kurz nachschauen. Ruf. Eigentlich immer noch gut. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Episode einmal infiltrieren. Das wird überhaupt nicht in Geballere enden. Und dann wird es wohl nicht mehr lange dauern bis zum großen Showdown. Auf den bin ich schon mal sehr gespannt. Bis dahin, liebe Leute, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.